Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Und heute spielen wir Undertale. Ein Spiel, was, glaube ich, eine riesige Fanbase hat. Beziehungsweise eine kleinere Fanbase, aber eine sehr stronge Fanbase. So habe ich den Eindruck. Das Spiel ist sehr berühmt geworden vor ein paar Jahren, gerade wegen seiner Musik. Und ich glaube, das Spiel hat sogar einen zweiten Teil bekommen. Wie hieß es? Irgendwas mit Runes. Das wurde aber nicht ganz so gehypt wie Undertale. Und da sind wir also, um Undertale zu spielen. Ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Und ein neues Let's Play, auf was ich mich sehr freue. Ein Spiel, auf was ich mich sehr freue. Denn ich will das schon seit Jahren spielen, meine Freunde. Und ich habe absolut keine Ahnung, um was es geht. Ich weiß, es geht um Strichmännchen. Und ich weiß, da gibt es irgendwo ein Skelett. Und ich weiß, das Spiel hat super coole Musik und es ist sehr düster und dark und trotzdem toll. Es gibt mehrere Endings und I don't know. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Um ganz kurz ein paar Infos rauszuballern, meine Freunde. Den ersten Part, wie immer, die erste Spielstunde circa, wird auf meinem Hauptkanal kommen, wo das Let's Play quasi anläuft. Und für Leute, die Interesse haben, mehr von dem Spiel zu sehen, können sehr, sehr gerne meinen Zweitkanal namens Gameboy abonnieren, denn da wird das Let's Play dann weiterlaufen. Okay, also ab dem zweiten Part sind wir auf Gameboy. Und generell kann man das Live-Let's Play verfolgen auf Twitch. Ja, unter www.twitch.tv/sephiron oder einfach nur www.sephiron.tv. Da findet man das Ganze live. Folgt den Social Medias, insbesondere Twitter und Instagram, wenn ihr informiert werden wollt, wann ich denn das Ganze live spiele, falls ihr live dabei sein wollt. Aber, wie gesagt, jetzt den ersten Part erstmal auf YouTube, auf dem Hauptkanal. Und, ich bin gespannt, Mann. Ich bin gespannt. Also scheinbar sind wir dieses kleine Mädel. Ich habe jetzt gar nicht so krass aufgepasst. Oh, damn. Ich habe gar nicht so krass aufgepasst mit dem Prolog. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe nur ein Mädel irgendwo liegen sehen. So, hier ist ein kleines Blumenfeld. Da sind wir wohl, ich weiß nicht, gelandet. Sind wir irgendwo reingefallen, in irgendein Loch rein oder so. Wir sind auf jeden Fall Level 1. Es gibt HP und G. Wir haben 0G und wir haben 20 Life Points. Wir sind Full Life, Level 1. Wir heißen Sephi und es gibt Attack und Death Stats. Damn, okay. Und Waffen, Stick oder so. Oh, ein Blümchen. Na, sieh mal einer an. Sieht auch gar nicht gruselig aus, ne? Das Ganze hier. Das ganze Environment. Okay. Howdy! Ich bin Flowey! Flowey die Blume! was? Why'd you make me introduce myself? Warum muss ich mich selbst vorstellen? It's rude to act like you don't know who I am. Es ist sehr unhöflich, so zu tun, als würdest du nicht wissen, wer ich bin. Irgendjemand sollte dir mal Manieren beibringen. Ich glaube, das bin dann ich. Bereit? Es geht los! Siehst du das Herz? Das ist deine Seele. Dein Sein. Ja. Deine Seele startet sehr schwach, aber du kannst stärker werden, indem du Level aufsteigst, okay? Why love, of course. Ah, lol. Also das sind keine Level, sondern das ist Love. Liebe. You want some love, don't you? Don't worry. Ich teile ein bisschen Liebe mit dir. Down here. Love is shared through little white friendliness pellets. Also meine Liebe wird geteilt durch kleine weiße Blütenblätter. Bist du bereit? Move around, get as many as you can. Oh. Hey,
Kollege, du hast ein paar verfehlt. Probier's doch einfach nochmal, okay? Nope. Nope. Ist das ein Witz? Bist du dumm oder so? Fang die beschissenen Dinger! Du weißt, was hier abgeht, oder? Du wolltest mich einfach nur leiden sehen! Stirb! Oh shit, okay. Oh, oh! Was für eine ekelhafte Blume, Junge! Oh, die kenne ich, die habe ich auch schon gesehen, diese Kuh. Was für eine schreckliche Kreatur. Gefoltert, was? Foltert so eine kleine, unschuldige Jugendseele. Oh, habe keine Angst, mein Kind. Ich bin Toriel, Caretaker of the Ruins. Die Beschützerin der Ruinen. Ich bin ein bisschen verwirrt, Mann. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß, dass das Spiel eine sehr interessante Geschichte hat, aber... Alright. Ich komme hier jeden Tag durch und gucke, ob irgendjemand runtergefallen ist. Du bist der erste Mensch, der seit langer Zeit hier hierher gekommen ist. Komm mit. Ich werde dich durch die Katakomben führen. This way. Alter, warum ist hier nirgends Licht? Es ist alles dunkel. Uiuiui. Ich spiele das Spiel, by the way, auf der Switch, ne? Für die, die es nicht wissen. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Na, wir haben gerade eine Blume gesehen, die uns vernichten will. Was ist das da? The shadow of the ruins looms above, filling you with determination. Oh, HP fully restored. Wir können speichern. Cool. Ey, die Musik, die ist richtig oldschool, ne? Ey, ey, ey. Das Spiel erinnert wirklich an ein Oldschool-Spiel von damals. Willkommen in deinem neuen Zuhause, du unschuldiges kleines Du. Erlaube mich, dir das Ganze hier ein bisschen zu zeigen. Oh. The ruins are full of puzzles. Das ist ein Puzzle-Game? Dang, okay, das wusste ich nicht. Ich bin nicht gut vorbereitet auf ein Puzzle-Game, Freunde. Ich bin ein bisschen dumm. Ich habe immer sehr lange an solchen Puzzles. Aber das ist ja okay. Ich habe ja jetzt den Chat zur Hilfestellung. Ancient fusions between diversions and door keys. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the side of them. The side of them? Okay, ich kann einfach weitergehen. Soll nicht draufstehen. Also wir gehen gerade durch Katakomben durch und sie zeigt uns ein paar Geheimnisse und Puzzles und Switches. Do not worry, I have labeled the ones that you need to flip. Okay, ah, sie hat den markiert. Ah. Warum sind das Scheißstacheln, die uns aufspießen können? Du große Kuh. Das ist ja gefährlich. Ich bin so stolz auf dich, Kleines. Lass uns in den nächsten Raum gehen. So. Als Mensch oder als hier Homo sapiens sapiens wirst du vielleicht von ein paar Monster angegriffen werden, während du durch diese Katakomben schlenderst. Du musst auf jeden Fall vorbereitet sein auf solche Situationen. Das geht ganz einfach. Wenn ein Monster dich encountert, dann musst du kämpfen. Während du kämpfst, strike up a friendly conversation. Stall for time, I will come to resolve the conflict. Practice talking to the dummy. Wir müssen nett mit den Leuten reden, solange bis die Kuh kommt und uns beschützt.
fuck, boy, was ist denn das für ein Kampfsystem? Oh. You encountered the dummy. Okay, wir haben Fight, Act, Item und Mercy. Mercy ist wahrscheinlich, wir rennen weg. Items, wir setzen Item ein. Act, wir machen etwas und Fight ist klar. Act, Check, Talk. Wir können das Ding untersuchen. Null ATK, null Def. Ein Baumwollherz. Und mit einem Knopf als Auge. Aha. Okay. Der kann nicht so viel sagen, der Junge. Hoppala. Act, Dummy. Talk. Du redest mit dem Dummy. Es hält wahrscheinlich nicht so viel von Konversation. Okay. You won, you earned 0 XP and gold? The fuck? Sehr gut. Du bist sehr gut. Aber was ist, wenn ich das Ding schlagen will? Da ist noch ein Puzzle in diesem Raum. Ich frage mich, ob du es lösen kannst. Okay, meine Freunde, lass mich mal ganz kurz meine Facecam ein wenig verschieben. So, okay. Das passt auf jeden Fall ein bisschen besser. Jetzt sehen wir mehr vom Bildschirm. Oh! Froggit attacks you. Okay. Sie hat gesagt, wir sollen einfach mit dem Ding reden. Wir können das Ding bedrohen. Wir können dem Frosch ein Kompliment machen. Wir machen dem süßen kleinen Frosch machen wir ein Kompliment. Du hast wunderschöne Augen. Der Frosch hat nicht verstanden, was du gesagt hast, aber es hat sich trotzdem gefreut. Sehr schön. Und jetzt kommt die Kuh und was passiert? You won, you earn. Aber wir bekommen gar keine Experience und gar kein Gold. Ist ja dumm. So. Das ist das Puzzle, aber. Hier, nimm meine Hand. Wo genau ist das Puzzle? Oh. Muss ich mir das merken? Das Puzzle sieht ein bisschen ist ein bisschen gefährlich für den Moment. Du hast es exzellent gemacht, mein liebes Kind. Aber ich habe eine Quest für dich, eine ziemlich schwierige sogar. Ich hätte gerne, dass du ans Ende des Raumes gehst und das ganz alleine. Verzeih mir dafür. Okay, ich meine, ans Ende des Raumes zu gehen ist ja jetzt nicht so schwer. Greift uns hier was an? Wir bleiben auf jeden Fall auf dem Weg. Damn, Bro, hört der Raum irgendwann mal auf? Oh, oh, oh! Der hat sich hinter der Säule versteckt, der Assi. I did not leave you. I was merely behind this pillar the whole time. Danke, dass du mir vertraut hast. Da ist ein sehr wichtiger Grund für diese Übung. Aha. Die will mich also testen. Ich muss ein paar Sachen erledigen und du musst ein bisschen alleine sein für eine Zeit. Bitte bleib hier. Es ist sehr gefährlich, alleine weiter zu erforschen. Ich hab eine Idee. Ich geb dir ein Handy. Hallo, ich bin eine sprechende Kuh mit einem Handy. Moin. Wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Alright. Habe ich jetzt ein Handy? Ist es das neue Nokia? Oder ist es so ein lames Motorola? Sie hat gesagt, ich soll hier bleiben. Huh! Ich bin hinter dem Pillar! Habe ich jetzt dieses. Ich habe das Cellphone. Say hello. About yourself. Call her mom. Flirt.
Ich soll mit einer Kuh flirten? Ich sag ihr mal Hallo. Hallo, hier ist Toriel. Du wolltest nur Hallo sagen? Okay, hi. Was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hallo, hier ist nochmal Toriel. Ja, hallo, hier ist Sifi. Du wolltest mich sprechen? Ich fürchte, es gibt nicht so viel zu sagen. Ich bin nur eine silly old lady, little lady, who worries too much. Wir flirten die Kuh an. Hä? Oh, hehe. Wie süß. Ich könnte deine Wangen kneifen. Du kannst definitiv was Besseres finden als eine alte Frau wie mich. Sind wir kein Mädel? Sind wir ein Typ? Ein bisschen lange Haare für einen Typ, ne? Bischel. Aber ey, hätte ich gewusst, dass wir ein Typ sind, dann hätte ich da noch ganz andere Sprüche gerissen. Gehen wir weiter? I don't know, man. Hallo? Hallo, hier ist Toriel. Du hast den Raum nicht verlassen, oder? Das sind ein paar Puzzles, die ich dir erklären muss. Es wäre sehr, sehr gefährlich, wenn du alleine versuchst, sie zu lösen. Pass auf dich auf, okay? I'm a strong, independent little motherfucker. Okay, I don't take any advice from a fucking cow, man. Das ist wieder so ein blöder Frosch. Ribbit, ribbit. Entschuldige mich, Mensch. Ich muss dir ein paar Sachen erzählen, wenn du gegen Monster kämpfst. Wenn du act or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please use some mercy, human. Okay, also wenn ein Monster nicht mehr kämpfen will, dann sollen wir Gnade walten lassen. Oh. Froggy. Okay, jetzt wo die blöde Kuh nicht mehr da ist, können wir endlich mal ein bisschen kämpfen. Oh, was ist das? Miau? Wow. You are intimidated by Froggit's raw strength. Only kidding. Wir kämpfen. Muss ich das in der Mitte? Holy shit, habe ich den durch die Mitte durchgeschlitzt? Oh shit, okay. Froggit doesn't seem to know why it's here. Ska! Okay, also wir müssen verteidigen, indem wir ausweichen und angreifen, indem wir dieses Ding in der Mitte treffen. Uff, Bruder, Crit. Du bekommst 3 XP und 2 Gold. Oh, wo ist der blöde Frosch hin? Der Frosch da oben ist weg. Okay. Oh. Das könnte ein Beinbruch sein gleich. Okay, zum Glück haben uns die Blätter hier aufgefangen. Oh, und wir werden angegriffen. Okay, von der what? Wimson. Okay, wir kämpfen mal. Skia! Holy shit. Annihilated. Birch. Okay, ich glaube, wir müssen hier einfach lang, ne? Ich glaube, da gibt's gar nichts, was... Oh oh. Die olle Kuh ruft wieder an. Hallo? Hallo, hier ist Toriel. Was? For no reason in particular. Which do you prefer? Cinnamon or Butterscotch? Was ich mehr mag?
Zimt oder ich weiß nicht mal, was Butterscotch sein soll. Mag ich Zimt? Mögt ihr Zimt, Leute? Komm, wir nehmen Scotch, weil ich weiß nicht, ist es Scotch? Ist es fucking Butterscotch? Keine Ahnung. Scotch ist doch Alkohol, ne? Buttercreme. Buttercreme. Mag ich Buttercreme? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Komm, wir nehmen Zimt. Ist die gerade einkaufen oder warum fragt die? Oh. Ah, hallo, hier ist doch mal Toriel. Du magst nicht Butterscotch, oder? Ich weiß, was du lieber magst, aber... Hier. Wäre es schlimm, wenn du hier, ne? Wenn ich einen anderen Scheiß hätte? Alter, die ist ja so nervig wie meine Mom, ey. Hallo, willst du noch ein... Möchtest du noch ein Gipfeli, hoi? Ja, die alle. So, was haben wir denn hier? Können wir lesen? 3 out of 4 Grey Rocks recommend you push them. 3 von 4 Steinen empfehlen, dass du sie schiebst. Aha. Das ist ja... Oh! Das ist ja ein interessantes... Ra! Eine interessante Geschichte. Alter, wir one-shotten alles, ne? Damn! Oh. Oh, ja, moin. Ah, wir sehen hier den Pfad, ne? Wir sehen hier den Pfad, das heißt, ganz rechts an der Wand entlang bis nach unten, dann einmal nach rechts ein bisschen, aber nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Und dann direkt wieder nach oben. Okay, ich verstehe. Was ich nicht verstehe, ist, warum diese immer uns angreifen müssen hier. Bra, Junge. Wann kommen wir eigentlich ein Level weiter? Wir haben schon echt viele von denen besiegt. So. Ungefähr bis hier wahrscheinlich. Und dann wieder... Oh, wow. Ich bin nicht weit genug gelaufen. Okay, dann muss ich eben bis ganz dahin. Die bleiben nicht, ne? Nope. Die bleiben leider nicht. Ah, beziehungsweise... Ah, die... Warte mal. Did you read the sound, sign downstairs? Nein, habe ich nicht. Uff, Bruder, uff. Geschafft. Okay, warte mal. 3 von 4 Steinen empfehlen, dass du sie schiebst. Das sind 4 Steine, ne? Das heißt, einer davon... Hey, Partner! Wer hat dir gesagt, dass du mich rumschubsen kannst, hä? Oh, du fragst mich, ob ich... mich selbst rüberschiebe. Okay, nur für dich. Du süßer kleiner Klops. Okay, also das ist tatsächlich der 4. Stein. Oh. Molesmall. Das ist tatsächlich der 4. Stein, der keinen Bock hat. Sich zu schieben. Oh. Rah! Digga, wenn das kein OKO ist. Damn, bro. Das könnte echt noch schwieriger werden, als ich gedacht habe. Dieses Ausweichen, ne? Okay, 3 Experience, 3 Gold. Zack. Dann schieben wir den noch. So. Junge, ich habe doch gesagt, du sollst dich rüberschieben. Ich soll noch mehr rüber. Okay, und wie ist... Dicker. Willst du mich verarschen, Digga? Oh! Das war die falsche Richtung. Okay, ich glaube, ich hab's. Du kleiner frecher Stein, Alter. Du kleiner frecher Stein. Jetzt werden wir hier schon von Steinen verarscht, Alter. So weit ist es. Hat es geholfen? Ja. Ey. Du kleiner Lausbub, Alter! Ich wusste, dass da Stacheln rauskommen und ich wusste, dieser dreckige kleine Stein. Du kleiner, dreckiger Kiesel, Alter.
Oh, du wolltest, dass ich da bleibe, sodass dich die Spitzen nicht aufspießen. Ah. Wow, man. Ich hab's gerade echt hier, ne? Ich hab gerade echt alle Hände voll zu tun mit dir. Ab! Bap! Bap! Oh, okay, können wir irgendwie rennen oder so? Ist das ein Stück Käse auf einem Tisch? Knowing the mouse might one day leave this hole and get the cheese, it fills you with determination. Die Maus, die den Käse holt. Das ist der tatsächliche Käse. Dieser Käse ist schon eine lange Zeit hier. Er klebt auf dem Tisch. Geil. Ja, diese Maus macht gar nichts, ne? Kann ich den Käse ihr stehlen? Ich glaube, wir müssen einfach weiter, ne? Ich glaube, da können wir nichts mehr. Oh! Was ist das denn? Kann ich da drüber? Kann ich nicht. Sind schon abgehauen. This ghost keeps saying Z. Oh lol. Z, 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 Z. Pretending to sleep, yo. Der kleine Geist tut so, als würde er schlafen und sagt einfach nur Z. Der hat nicht verstanden, wie das funktioniert, ne? Move it with force. Wollen wir den Geist mit Gewalt verschieben? Weg? Vertreiben? Oder ich weiß nicht. Wie nennt man das? Nein, oder? Wir sind doch keine... Nein, natürlich nicht. Aber wie kommen wir dann weiter? Soll ich die andere Olle anrufen, oder? Nee, können wir nicht. Ich meine, wir sind abgehauen, ne? Oh, wir sind Level 2, by the way. Okay, ich meine, Geisti, du lässt mir ehrlich gesagt keine andere Wahl. Oh! Here comes Napster Blug? Napster Blug. Okay, Act. Der sieht nett aus. Der sieht nett aus. Cheer. You gave Napster Blug a patient smile. Hä? Oh, der weint! Würmer! Der war. Junge! Oh mein Gott! Napster Blug looks just a little bit better. Okay. Hat das was gebracht? Threat. Cheer. Können wir nochmal cheeren? Macht das irgendwie was besser oder so? Du hast der Napster Blug einen kleinen Joke erzählt. Really not feeling up to it right now, sorry. Cheering seems to have improved Napster Blug's mood again. Okay, dann machen wir das nochmal. Napster Blug wants to show you something. Let me try. Oh, er weint nach oben. I call it Dapper Blug. Do you like it? Erwartet deine Response. Digga, was ist, wenn wir ihn jetzt mit dem fucking Stock quer durchs Gesicht schlitzen, Alter? Wir gehen nochmal für Cheer. Oh, gee. Normalerweise komme ich her, wenn niemand da ist, aber heute habe ich jemanden Nettes getroffen. Boah, ich verhaspel mich hier schon wieder. Ich verpiss mich aus deinem Weg. Hey, das war ein netter kleiner Geist. Wo geht's dahin?
Ist mir ein bisschen zu düster. Ist mir ein bisschen zu schwarz. Schwarz! Spider Bake Sale. All proceeds go to real spiders. Leave 7G in the web. 7 Gold im Netz lassen. 18 Gold im Netz lassen. Ich meine, wozu brauchen wir... Ne, wozu brauchen wir das? Oh, wobei, wir haben gar nicht 18. Wir haben nur... Okay, komm. Wir geben mal 7 ins Netz oder so. Space. Some spiders have crawled down and gave you a donut. Ein Donut? Oh, da ist wieder ein Froggy Frog. Hast du es verpasst? Spider Bake Sale down to the right. Die Sache ist die, was... My friend never listens to me. Whenever I talk, they skip through my words by pressing B. Oh shit! Disrespected! Okay. That's right, pressing B. Well, at least you listen to me. Was wäre, wenn ich B gedrückt hätte? Zum Glück drücke ich gerade auf A. Was hast du zu sagen? I heard using borders can add some color to the world. It seems you can choose them in settings. So it's just pointless. Okay, man kann also dem Spielen den Rahmen verpassen. I have heard you are quite merciful for a human. What is a yellow name when you can spare it? What do you think of that? It's very helpful? Es ist sehr nützlich. Sparing is just saying you won't fight. Maybe one day you'll have to do it, even if their name isn't yellow. Oh nein. Oh nein. Ja, hi. Oh, hallöchen. Die Kuh wieder. Boah, mir ist gerade aufgefallen. Schon ein Zeitchen her, als ich aufgeräumt habe. Ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass irgendjemand mir Gesellschaft leisten wird. Da sind vermutlich viele Sachen, die rumliegen. Du kannst sie aufheben. Aber, was? But not carry more than you need. Eines Tages... wirst du vielleicht was sehen, was du wirklich magst. Denkt die eigentlich immer noch, dass wir in dem beschissenen Raum da drüben sind? Weil wir sind ja jetzt schon eine Ewigkeit gegangen, ne? Wir sind schon eine Ewigkeit weg. There is just one switch. Oh. Ah, und gefunden. Und der Switch ist hier. Scoop. Guck mal, da drüben ist irgendwas. Sollen wir da... Oh, da unten ist auch was. Oh, und wir werden wieder angegriffen. Von einem Lux. Ein Lux. Skia. Alter, durchs Auge. Konkret durchs Auge. Please don't pick on me. Meint er das ernst? Soll ich ihn in Ruhe lassen? Oder wie? Mercy. Spare. How about a Hat er mich jetzt wieder angegriffen oder wie? I've got my eye on you. Der greift mich trotzdem an oder wie? Ey, das ist aber nicht nett, Mann. Hoppala, das wollte ich nicht. So, jetzt klatschen wir den Jungen weg. Oh, okay.
Mitten durchs Gesicht. 7 XP und 5 Gold. Okay. Also, hier unten gibt's noch irgendwie was. Oh, Napsterblug ist wieder hier, der Kleine. Boah, ich bin hier runtergefallen, ey. Jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Geh weiter. Geh ohne mich. Warte mal. Geister können fliegen. Oder? Oh. Dieser Napsterblug, Digga. So, was haben wir hier? Ist es ein Gegner? Es ist ein fucking Gegner. Oh mein Gott. Vegetoid? Eine Karotte, Alter. Farmed locally, very locally. So ein Scheiß. Ich blicke noch nicht ganz hinter das Spiel, aber... Fresh morning taste! Oh, Digga. Ey, ich bin echt schlecht im Ausweichen, ne? Will ich nur mal gesagt haben. Damn, Mann. Okay, soll ich mal zurückgehen und speichern? Wow. Okay, das könnte jetzt ein bisschen eng werden. Oh, noch ein Treffer und ich bin tot. Wow, und da ist ein Ding gespawnt und ich bin gestorben. Geil! Du kannst noch nicht aufgeben, Siffy! Geh weiter! Damn, boy, ich bin instant gestorben. Wir haben das Item geholt. Da oben ist nur ein böses Monster. So, auf jeden Fall sind wir wieder gerade an der Stelle, wo wir vorhin gestorben sind. Okay, rechts von mir ist noch ein Gegner und über mir ist der Schalter. Den Gegner brauchen wir nicht, scheiß auf den. So, wir haben noch so einen Lux, den wir jetzt zusammen auseinanderschlitzen, Junge. Das ist echt gemein. Je nachdem, ne? Die spawnen halt immer irgendwie... Puh. Nein! Oh, ich hab verkackt. Oh, ich hab so verkackt. Oh. Hey, ich wurde getroffen. Ich hab nicht mal gesehen, von wo. Bra, Junge. Durchs Auge in die Pupille rein. Gut. Ich hab noch nicht gedrückt, ne? Mich Trottel. So, jetzt aber. Ich glaube, das Ding können wir ausrüsten, oder? Items, Spider Donut, Faded Ribbon. Info. Faded Ribbon, Armor, 3 Death. If your cuter monsters won't hit you as hard. Also wenn wir süßer sind, aber dann sind wir ein Mädel, oder? Das ist Ribbon ausgerüstet. Bandage, was ist ein Bandage? Heals 10 HP. Und was ist das Spider Donut? Heals 12 HP. A donut made with spider cider in the batter. Okay. So, die Spitzen sind weg. Wir können durch. Oh, was geht denn hier ab? The far door is not an exit. It simply marks a rotation in perspective. Huh. It's a switch. Press it. Ich meine, okay. Wenn da ein Knopf ist, dann drückt man den Knopf. Oder den Schalter, den Hebel, whatever. Können wir einfach durch? Nichts passiert. Okay, wir gehen einfach durch. Oh, Moment. Da ist der Schalter. Ja. Ja, Perspektive. Okay, interessant. Also das Ganze ist ein Rätselspiel, ne? Alright, also. Okay, das war jetzt tatsächlich überhaupt nicht schwer. Oh, okay. Also uns können trotzdem überall Monster angreifen. Uiuiuiui. Oh, wir können... Das eine ist gelb, das andere ist weiß. Das heißt,
Den können wir angreifen. Der will uns wahrscheinlich kaputt matschen. Oh oh. Okay, links greift der eine an. Oh, rechts der andere. Ich darf mich gar nicht so viel bewegen, ne? So, mit dem anderen machen wir jetzt Mercy. Weil das ist so ein gelber Typ, der will gar nicht kämpfen eigentlich, ne? Spare. You won. Okay. Ein paar Pflänzchen. Hier sind auch wieder Pflänzchen. Oh, ich hasse das, wenn es mehrere Wege gibt und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh. Oh, oh. Ist die Kuh hier? Oh, Schätzchen, das hat länger gedauert, als ich dachte. Oh, wie bist du hergekommen? Bist du verletzt? Ich werde dich heilen. Ich hätte dich nicht so lange allein lassen sollen. Das war super hier, ne? Irresponsible von mir. Gut, ich würde vorschlagen, ich versteck's nicht mehr länger. Komm mit, Kleines. Oh, das ist ein Haus. Riechst du das? Überraschung! It's a butterscotch cinnamon pie. Ich dachte, wir feiern deine Ankunft. Ich wollte es dir hier nur so ein bisschen schöner machen. Also habe ich dir eine kleine Torte gebacken. Hier, eine andere Überraschung für dich. Wir gucken uns ein bisschen um, bevor wir ihr nachgehen. Das ist ein Haus in... Warte mal, wir sind ein kleines Mädchen. Wir sind in ein Loch gefallen, in einer Ruine gelandet. Da ist eine sprechende Kuh und jetzt hat die auf einmal ein Haus und da brennt ein Feuer im Kamin. Okay. History Book. Random Page. Trapped behind the barrier. Human attacks. Far into the earth we walked until we reached the cavern's end. This was our new home, which we named Home. Okay. Das sieht schon gemütlich aus, ne? Die Musik ist ja auch ganz schön. Oh, da ist der Kuchen. Oh, richtig geiler Geruch, Alter. Aber ein bisschen zu heiß, um zu essen. Okay, wir gehen einfach mal mit. Ist das eigentlich eine Kuh? Die Leute im Chat meinen, das ist eine Ziege. Eine dumme Ziege, eine blöde Kuh. Ist egal. Ein gehörntes Etwas. Das ist dein Zimmer. Sie streichelt mich über den Kopf. Okay, sie geht wohl gucken, ob der Kuchen verbrannt ist. Das ist unser Zimmer. Yo, cooles Spielzeug. Okay. Ein leerer Fotorahmen. Warum hat die ein Kinderzimmer bei sich zu Hause? A box of kids' shoes in a disparity of sizes. Kinderschuhe in verschiedenen Größen. Oh. Du findest eine Scheibe Butterscotch Cinnamon Pie. Will ich? Warte mal. Oh, es ist wieder Tag. Okay. Interessant. Es gibt verschiedene Türen. It's you! Hallo! Was steht denn hier drauf? Room under renovations. Der Raum wird renoviert. Okay, das muss ihr Zimmer sein. Ihr Tagebuch. Oh, es ist tatsächlich ihr Tagebuch. Read the circled passage. Was ist, wenn sie reinkommt?
Was ist, wenn sie reinkommt und uns erwischt, wie wir in ihrem Tagebuch schnökern, Freunde? Okay, komm, wir lesen. Wir sind keine langen... Wir sind Teenager, okay? Wir machen Shit, der nicht cool ist. Ab und zu. So, wir lesen die Passage. Warum wollte das Skelett einen Freund? Weil sie sich alleine Bonely. Dein Ernst? Das ist ein Joke? The rest of the page is filled with jokes of a similar... Oh Mann. Oh je. Sie hat einen Kaktus in ihrem Zimmer. Interessant. Oh, stimmt. Es gibt noch ein unteres Stockwerk, ne? Was ist denn hier? Oh, shit. Oh, Digga. Oh, ich hab gerade Gänsehaut bekommen. Oh, mein Gott. Oh, ich glaube, du solltest oben spielen. Sie zieht mich wieder hoch. Sie hat ein Geheimnis. Sie hat ein Geheimnis in ihrem Haus. Ah. Wir lassen uns nicht lumpen, Freunde. Wir werden diesen Scheißgang erforschen. Können wir rennen? Können wir schneller? Das ist super gefährlich, hier unten zu spielen. Sie holt uns wieder hoch. Okay, Freunde, wir müssen rausfinden, was da unten ist. Okay, ich glaube, sie sagt tatsächlich nichts mehr jetzt. Ich glaube, wir haben ihr Vertrauen ein bisschen missbraucht an der Stelle. Ich meine, sie war nett zu uns bisher, ne? Gut. Dann, gehen wir... Sie hat ein Buch vorm Kamin! Boah, du bist schon wach? Ja, du hast mich 15 Mal aus dem Keller gezerrt. Oh, ich sehe schon. Ich will, dass du weißt, dass ich sehr froh bin, dass jemand hier ist. Da sind so viele alte Bücher, die ich gerne teilen würde. Ich zeig dir mal mein Lieblingsbuch. Oh, warte mal. Bug Hunting Spot. I've also prepared a curriculum for your education. This may come as a surprise to you, but I've always wanted to be a teacher. Actually, perhaps, that isn't very surprising. Ja, das sagt sehr viel über Lehrer und Lehrerinnen aus, ne? Alles dumme Ziegen. Dennoch, ich bin sehr, sehr froh, dass du hier lebst. Oh, willst du irgendwas? Was ist es? Oh, when can I go home? Das würde ihr das Herz brechen, oder? Ich glaube, das würde ihr das Herz brechen. Boah, ich weiß nicht, ich kann sie nicht einschätzen. Es ist irgendwie strange, dass eine Ziege in einem Haus ein kleines Mädel so umsorgt. I don't know, man. Es ist irgendwie strange, trotzdem ist sie nett und sie hat uns ja nichts getan. Rede mit mir, wenn du was brauchst. Okay, sollen wir einfach abhauen? Sollen wir einfach abhauen? Oder sollen wir noch eine Nacht hier übernachten? Ich glaube, wir schlafen noch eine Nacht, oder? Gibt's noch ein Stückchen Kuchen? Nope, es gibt keinen Kuchen. Ist dieses Bild auch an der Wand von der Blume? Okay, wir sind wieder hier. Ist sie immer noch vor dem Kamin? Sollen wir sie fragen, wann wir nach Hause gehen können? Oder gehen wir einfach raus? Okay, wir speichern mal an der Stelle.
Und meine Freunde, das war's für den ersten Part. Auf dem Hauptchannel, auf YouTube. Ich mache jetzt weiter hier live im Stream mit den Buddies. Grüße gehen raus an den ganzen Chat. Wenn ihr das Projekt weiterverfolgen wollt, wenn es euch interessiert, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann abonniert meinen Zweitkanal Gameboy, um weiterhin dabei zu sein bei Undertale. Und ansonsten, wie gesagt, kommt in den Livestream auf www.sephiron.tv. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Grüße gehen an die ganzen YouTube-Zuschauer. Haut rein!